Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde, willkommen im HDB Schweißshop. Viele von euch haben sich das MIG-Lötverfahren gewünscht. Ja? Wo setzt man das ein? Wie funktioniert das Ganze? Was brauche ich dafür? Werden wir heute gemeinsam herausfinden. Was heißt eigentlich MIG-Löten? Metall-Inert-Gas-Löten. Nicht schweißen, aufpassen, ganz wichtig. Inertgas, inaktives Gas. Wir werden heute 100% bzw. 99,9% Argongas verwenden. Ja, wir werden das mit unserer MIG-MAG-Maschine machen, mit dem sogenannten MIG-MAG-Brenner. Hier wird der Zusatz automatisch dazugegeben. Unser QSI oder QL, dazu kommen wir gleich, wird automatisch dazugegeben und wir können schweißen bzw. löten. Achtung, löten. Wo wird das Ganze eingesetzt? Es wird sehr oft eingesetzt im Kfz-Bereich. Dort gibt es halt verzinkte Bleche und man will möglichst wenig Energie reinbringen. Man will den Grundwerkstoff nicht aufschweißen, quasi die Festigkeit vom Material nicht verändern. Und man will am liebsten wenig Nachbearbeitung haben, das heißt auch diese Zinkschicht nicht runtertragen, denn das musst du machen, wenn du normal schweißen würdest. Weil wenn du die verzinkten Bleche vorher nicht behandelst und versuchst zu schweißen, das wird eine Sauerei, das wird spritzen, das wird nicht funktionieren. Deswegen dieses MIG-QSI-Verfahren heute insbesondere. Vorab, wie erkenne ich überhaupt, ob ein Blech verzinkt ist oder nicht? Das ist unser verzinktes Blech. Man kann es leicht dadurch erkennen, es ist ja hier an der Stelle leicht rau, hat eine graue Schicht und man sieht deutlich, dass es verzinkt ist und im Inneren ist ein Stahlkern, ja, unser eigentliches Blech. Zum Vergleich, das hier ist ein Aluminiumblech, leicht, glänzend, unbehandelt, ALMG5. Das ist unser Chromnickelstahlblech, Niroblech, V2A, V4A genannt, nicht rostend, nicht magnetisch und natürlich auch keine Zinkschicht obendrauf. Das hier ist eigentlich das gleiche Blech, es ist magnetisch, es ist unlegiert, es wird rosten. Hier sieht man schon so leichte Roststellen, das lag bei mir in der Werkstatt. Und das ist dasselbe Blech, es ist verzinkt, liegt noch länger da und rostet nicht. Ja? Der Kern ist im Inneren zu erkennen. Das ist der Unterschied. Für den heutigen Einsatz habe ich es mir einfach gemacht und natürlich wieder meine Picomic rausgeholt, weil sie hat die Kennlinie dafür schon. Macht mir relativ einfach, das Ganze einzustellen. Ich erkläre euch gleich, warum es bei konventionellen Trafomaschinen das nicht der Fall ist und warum es teilweise gar nicht möglich ist, werde ich euch zeigen. Dann habe ich natürlich meinen Zusatz gewählt, QSI von EWM QSI 3, was heißt QSI? Kupfer-Silizium-Verbindung in 0,8 Stärke, natürlich der MAG-Brenner, Massekabel, Gas, nochmal Achtung, 4,6, reines Argon, 99,9% inaktives Gas und die Schutzkleidung sollte nicht fehlen. Warum empfehle ich zum QSI-Löten unbedingt einen Inverter? Weil du dort ziemlich genau die Spannung Ampere einstellen kannst und den Drahtvorschub dazu. Denn beim QSI-Löten arbeitest du mit sehr wenig Energie. Du musst es ziemlich genau einstellen. Wenn du zum Beispiel eine Invertermaschine hast ohne Kennlinien, kannst du trotzdem ja deine Ampere-Spannung genau einstellen und den Zusatz bzw. den Draht dazu, den Drahtvorschub. Ich habe hier eine konventionelle Trafomaschine, erkennt man hier an diesem Display. Du hast hier deine Schaltstufen und den Drahtvorschub. Welche Problematik haben wir hier? Wieso können wir damit kein QSI-Lötverfahren nutzen? Erstens, du hast, sagen wir mal, hier 200 Ampere, dann hast du deine 6 Schaltstufen. So, jetzt versuch mal die passende Stufe zu finden. Du musst ja ziemlich genau die Spannung und Ampere einstellen. Und wenn du 200 Ampere in 6 Stufen eingeschaltet hast, dann hast du deine 50, 80, direkt große Sprünge und kannst es halt nicht fein einstellen und den Zusatz dazu geben. Ja? Also es wird hiermit mit so einer Trafomaschine, die nicht intelligent ist, schwierig QSI zu löten. Deswegen unbedingt einen Inverter, meine Empfehlung. Bevor wir mit dem Arbeiten, mit dem Schweißen bzw. Löten beginnen, achtet unbedingt auf die Sicherheit. Wenn du verzinkte Bleche schweißt oder lötest, entstehen Rauchgase, die sind nicht gesund, die musst du unbedingt absaugen, ob es am Brenner ist, stationär, was auch immer, du musst für frische Luft sorgen. Glaub mir, langfristig tut dir das nicht gut. Zusätzlich sehe ich sehr oft in den Werkstätten, dass die Leute einfach nur mit Handschuhen, mit offenen Armen schweißen. Leute, das habe ich einmal gemacht. Ich habe ein halbes Jahr hier so einen Sonnenbrand gehabt, das mache ich nie wieder. Und sicherlich ist das auch nicht gesund. Dafür kriegst du irgendwann die Antwort. Deswegen bitte, auch wenn es warm ist, zieh eine Schutzkleidung an, zieh Handschuhe an, zieh einen Helm an und sorg für vernünftige Frischluft, egal wie. Kommen wir nun zu den Parametern. Wir haben hier verzinkte Bleche 1 mm stark.
Ich habe für das Schweißen das Blech etwas abgesetzt mit meiner Absetzzange. Die hatte ich euch schon mal vorgestellt. So wird das Ganze von hinten aussehen. So soll das Ganze von vorne aussehen. 1 mm abgesetzt. So wollen wir hier schweißen, die Kapillarwirkung uns zunutze machen. Das heißt, für 1 mm stellen wir die Maschine richtig ein. 1 mm. Was schlägt uns die Kennlinie vor? Die sagt uns, am besten, wenn du den QC-Zusatz drin hast, schweiße das Ganze mit 54 Ampere und 4,9 Meter Draht die Minute. Ich habe hier eine leichte Lichtbogenkorrektur. Ich gehe auf die neutrale Stellung 0. Das heißt, die Maschine sagt mir 13,7 Volt. Gas ist eingestellt, 10 Liter Gasvorströmzeit. Das passt soweit im normalen Zweitakt. Wir können loslegen. Ich habe hier nun für euch ein paar Schweißversuche dargestellt, ein paar Schweißproben für euch gemacht und natürlich auch für mich. Es ist wieder interessant, welche Faktoren eine Rolle spielen. Parameter an der Maschine, ich habe die Soft- und Hard-Verstellung benutzt, ich habe die Lichtbogenkorrektur benutzt, ich habe Ampere verstellt, die Brennerführung habe ich verändert und zum Schluss habe ich auch normalen Zusatz reingemacht und habe das ganz normal mit dem Stahljob geschweißt. Und jetzt schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen genauer an. Man sieht an der Oberfläche, dass das mit dem ganz normalen Stahljob geschweißt worden, Job 6. Ich habe hier ein F eingetragen, weil das auch ein Fehl ist. Man sieht deutlich, dass hier die Schicht zerstört ist. Es wird hier rosten, es wird hier rosten. Das ist nicht okay. Und ganz wichtiger Punkt, guckt euch die Rückseite an. Zu viel Wärme, die Oxidschicht ist komplett zerstört. Ja, also hier wird das rosten, das ist nicht gut, das ist schlecht. Plus, schaut euch das Blech mal an, die eine Welle reinbekommen hat. Es hat sich absolut verzogen und genau das wollen wir ja nicht. Ja? Also mit dem normalen Stahljob QC zu schweißen, beziehungsweise falsch, mit dem normalen Stahljob verzinkte Bleche schweißen, geht absolut nicht. Fail. Ja? Das geht nicht. Wir haben erstens die Schicht zerstört, wir haben Verzug. Und die Beschaffenheit vom Blech wurde, beziehungsweise von dem Material, wurde auch verändert. Es wurde aufgeschmolzen und da ist die Beschaffenheit nicht mehr gegeben, also schlecht, weg damit. Dann habe ich hier einen zweiten Versuch gestartet. Ich habe den QC-Job verwendet. Man sieht hier, ich habe zu wenig Ampere genommen, zu wenig Drahtvorschub, 25 Ampere, 2,3 Meter die Minute Drahtvorschub. Man sieht, ich konnte hier das nicht vernünftig schweißen, ja, hier sind Lücken, es hat gestottert, das war einfach zu wenig Energie, das war schlecht, also ein F. Dann ging es weiter hier mit 90 Ampere und 7,8 Meter Drahtvorschub. Das ging okay, aber ich sehe hier schon zu heiß gewesen, hier ist die Schicht schon nicht in Ordnung und vor allen Dingen wichtig ist die Rückseite. Ja. Die Schicht ist hier, die Zinkschicht ist hier verbrannt, das ist nicht so gut, das wollen wir nicht, das wird hier später rosten. Ja? Also das ist schlecht, das heißt, QC löten mit zu wenig oder zu viel Ampere ist einfach schlecht. Es geht weiter. Hier habe ich mit dem QC-Job gepulst. Normalerweise sage ich ja, Puls ist toll, aber hier in dem Fall, Puls ist schlecht, ein F. Warum? Man sieht, das ist grau geworden, es ist zu heiß geworden. Es ist zwar super gelaufen vom Schweißbad her, vom Schweißen, hat Spaß gemacht, aber man sieht, wir haben hier auch Verzug, wir haben zu viel Wärme reingebracht. Wenn man sich die Rückseite ansieht, auch hier habe ich die Schicht zerstört. Das ist nicht so gut. Man sieht, hat sich auch stark verzogen. Bitte Achtung, beachten, beim Impuls bringst du viel mehr Wärme, Energie ins Blech hinein.
Ja, also mit dem Husi Job 114 und Impuls ist das einfach nichts. Empfehle ich nicht. Bitte ohne Pulsschweißen, Standardschweißen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Ergebnis, was mir am besten gefällt, ist dieses Ergebnis. Warum gefällt mir das? Erstens, hier ist Brennerführung 45 Grad. Also ich habe den Brenner relativ schräg stechend geschweißt. Das war vom Zünden, vom Schweißen her nicht so toll. Sieht man auch hier, das sieht komisch aus, gefällt mir nicht. Auch im Schweißbild war das nicht so toll. Und hier habe ich den Brenner 90 Grad neutral drauf gehalten. Das lief am besten, das sah auch am besten aus. Mit meinen Parametern, womit es am besten gelaufen ist, 56 Ampere, 5 Meter Drahtvorschub. Und hier habe ich nochmal zum Schluss zum Vergleich mit, also den Brenner wieder schräg gehalten und sehe, das lief einfach nicht so gut. Ja? Und besonders, wieso gefällt mir dieses Teil am besten? Die Rückseite. Wir haben unsere Zinkschicht nahezu erhalten, das heißt, hier wird das nicht rosten. Das gefällt mir abgenommen. So, meine Lieben, mein Fazit für euch: Brennerführung sehr wichtig. Nochmal wiederholen, tut mir leid, wenn ich das mache, aber das war wirklich ein sehr wichtiger Faktor. Neutral halten, neutral schweißen. Dazu kommt noch, meine Lieblingsparameter hier an der Stelle waren 56 Ampere und 5 Meter Drahtvorschub. Ich habe diese Soft- und Hard-Einstellung, die kannst du verstellen. Das ist wie so eine Art Drosselwirkung bei einer Trafomaschine. Dieses Soft- und Hard-Stellen vom Lichtbogen, die habe ich auch genutzt. Ich kenne das vom Stahl, also von dem Stahljob, dass du die Schweißnahtbreite oder schmäler quasi die Überwölbung verändern kannst. Das war hier an der Stelle, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Bereich, wo ich mich bewegt habe, kein Unterschied, ob ich ins Minus oder ins Plus gegangen bin. Also Soft und Hard ist hier an der Stelle interessant. Wichtig war der Impuls, ja, also der Impuls hat gar nichts gebracht, er hat es eher schlecht gemacht. Das heißt, unbedingt ohne Impuls schweißen. Ja, ich hoffe, dieser Beitrag hat euch jetzt die Antwort geliefert. Ja, jetzt könnt ihr loslegen und Husi schweißen bzw. löten. Mich würde natürlich auch interessieren, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Beziehungsweise der eine oder andere Schweißer ist dabei, der sagt, Igor, pass mal auf, das sollte man auch unbedingt erwähnen. Bitte schreibt das unten rein. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.